starker Verkehr im Studio. Jetzt Julia und Julia. Schön, euch zu sehen. Es ist immer eine Freude. Es ist immer eine Freude. Ja, ihr seid angetrunken, warm getrunken. Ja. Kommt direkt aus dem Bosco, hier ganz in der Nähe. Dort The Asteroidiots. Asteroidiots, schwieriger Name, für eine Band und ganz einfach die Dogs of Lust. Sehr, sehr lasziv. Habt ihr auch lasziv getanzt? Wir konnten da nicht wirklich lasziv tanzen, weil der Laden sehr leer war. Es lief keine Musik und die Leute wussten von nichts. Also die haben sich da versehentlich eingetragen oder was? Habt ihr mal nachgefragt? Ja, mehr oder weniger. Wir haben ein langes Gespräch geführt mit einer Aushilfe, die hinter der Theke stand. Sehr kompetent, ja. Ja, und er musste uns mitteilen, dass er uns nichts mitteilen kann. Ah, und ja. Daraufhin sind wir dann gegangen zu einem Griechen, weil wir da noch was zu erledigen hatten. Die wussten auch von nichts und dann sind wir weiter eine Cola kaufen. Aber wir haben auch noch zwei getroffen, die... Die, wussten, dass heute Kulturnacht ist. Ja. Die waren Richtung Don Bosco und wollten nicht nur Kultur, sondern auch richtig Party. Rock'n'Roll. Also ja, eure Beschreibung erinnert mich irgendwie an einen Guy Ritchie-Film. Das klingt alles sehr, sehr verspult und sehr, sehr witzig. Aber das macht nichts, das macht nichts. Also ihr habt auf jeden Fall euren Spaß gehabt. Ja, und wir von musiktechnisch können wir jetzt gar nichts berichten, weil da keine Musik war. Also es war Ruhe. Also weder es die fangen erst um 9 an. Ja. Wir waren einfach zu früh dran. Ihr wart zu früh dran, okay. Dann würde ich doch vorschlagen, dass ihr gleich nochmal hingeht. Die Sache ist aber die, dass davor schon zu leer war. Wird da jetzt noch voller sein? Wir können es nicht sagen. Da wird es garantiert voller werden. Aber jetzt würde mich eins interessieren. Ihr wart ja schon in der Stadt unterwegs, ne? Ja. Wie war es denn so in der Straßenbahn? In der Straßenbahn? Ganz angenehm. Wir haben viele junge Menschen gesehen, aber auch viele alte Menschen. Jeder sucht seinen Weg, sucht, was er möchte, was er braucht. Ihr wart davor in der Stadt, ne? Wir hatten ja ein Telefon mit euch und so. Ist, in der Stadt ist richtig was los. Ja, da treten sie sich gegenseitig auf die Füße. Also bleibt ihr jetzt hier bei uns oder geht ihr wieder zurück in die Stadt? Ich denke, wir werden schon noch eine Weile hier bleiben. Vielleicht machen wir noch einen Ausflug in die Stadt, aber dann später auf alle Fälle wieder zurück. Julia und Julia. Ja. Julia und Julia in der Free of M Lounge hier in der Süfflinger Straße zu bewundern. Vielen Dank, dass ihr zu uns ins Studio gekommen seid. Viel Spaß jetzt noch beim Finden eures Weges und dieser Weg geht natürlich ganz klar in die Free FM Lounge. Guten Durst. Ja, und wir fahren jetzt einfach mal wieder Musik rein. Ich würde sagen, steady as she goes.